Attentäter selbst, ob sie erneut kommen. Gestern Abend haben die Hessen SPD Meldungen dementiert. Ypsilanti habe bereits auf die Spitzenkandidatur verzichtet. Der künftige US-Präsident Obama wird politische Angaben an dem umstrittenen Raketenschild in Richtung Dresden, die Abfahrt Chemnitz-Glöser ist wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. A4 Richtung Eisenach am Dreieck Nossen sind nach einem Unfall zwei Fahrspuren blockiert. Die B6 Dresden-Meißen ist in Wildberg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Geblitzt wird auf der A2 Richtung Hannover zwischen Peine und Hämeler Wald, auf der A9 Richtung Berlin an der Abfahrt Halle und auf der A13 Richtung Dresden am Dreieck Spreewald. Soweit der MDR-Verkehrsdienst, 12.05 Uhr. MDR.